Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf heftige Kritik bei der SPD, aber auch beim Koalitionspartner FDP, ist der Plan von Bundeskanzler Kohl gestoßen, die Anerkennung der polnischen Westgrenze mit einem endgültigen Verzicht Polens auf Reparationszahlungen zu verknüpfen. Bundesaußenminister Genscher will, wie er gegenüber den Lübecker Nachrichten ankündigte, das Thema in der nächsten Woche im Koalitionsausschuss zur Sprache bringen. Seine Parteikollegin, die außenpolitische Sprecherin der FDP, Hamm Brücher, lehnt den Plan entschieden ab. Mit der FDP sei das nicht zu machen, sagte sie der Bild am Sonntag. Mit seinem Vorschlag habe Kohl den außenpolitischen Scherbenhaufen Bonds um ein weiteres Stück vergrößert. Ihre Partei, so fügte sie hinzu, werde nicht zulassen, dass die rechtsradikalen Republikaner die Regierungsarbeit mitbestimmten. Als abenteuerlich und unverantwortlich verurteilte der SPD-Vorsitzende Vogel das Konzept. Damit würden nicht nur Polen, sondern ganz Europa und die öffentliche Meinung in den USA gegen die deutsche Vereinigung aufgebracht. Kanzleramtsminister Seiters dagegen verteidigte Kohl. Für einen Streit gebe es keinen Anlass, erklärte er der Welt am Sonntag. Reparationszahlungen Polens stünden sowieso nicht zur Debatte, es gehe lediglich um eine Klarstellung. Eindeutigkeit bei der Anerkennung der polnischen Westgrenze hat der SPD-Ehrenvorsitzende Brandt gefordert. Mit dem so wörtlich Rumgeeiere des Kanzlers müsse jetzt Schluss sein, meinte Brandt heute zum Auftakt einer viertägigen Wahlkampfreise durch die DDR in Erfurt. Für Willy Brandt war dies ein erinnerungsträchtiger Tag. Winkende Leute auf den Bahnsteigen, wie vor 20 Jahren beim ersten historischen Zusammentreffen zweier deutscher Regierungschefs. Wie damals Anreise mit dem Zug nach Erfurt. Er wolle, so hatte er 1970 an DDR-Ministerpräsident Willi Stoph geschrieben, das Trennende zurückstellen und das Verbindende suchen. Doch die DDR-Regierung blieb stur. Heute wurde er auf dem Bahnsteig von thüringischen Sozialdemokraten begrüßt, die ihn kürzlich erst auch zu ihrem Ehrenvorsitzenden gekürt hatten. An die Willi-Willi-Rufe auf dem Bahnhofsvorplatz erinnert man sich. Heute waren sie nur vereinzelt zu hören. Noch einmal winken aus dem gleichen Hotelfenster wie damals. Willy Brandt gönnt sich einen Schuss Nostalgie. Ich bin tief bewegt in diesem Augenblick. Später auf dem Domplatz in Erfurt dann auch ein Blick in die Zukunft. Vor rund 60.000 Zuhörern erläutert Brandt seinen Stufenplan zur deutschen Einheit. Die Wirtschafts- und Währungsunion soll so schnell wie möglich kommen. Dann in Verhandlungen mit den Siegermächten die Schaffung einer neuen Sicherheitsstruktur für Europa, schließlich die Ausarbeitung einer gemeinsamen Verfassung mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik als Ausgangspunkt. Damals, im März 1970, wurden unsere Hoffnungen auf Abbau der Spannungen, auf Abbau der Zerklüftung enttäuscht. Heute stehen wir kurz vor der Verwirklichung der deutschen Einheit. Energische Dementis hat ein Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel über einen angeblichen Geheimplan Bonds zur Währungsunion ausgelöst. Die Bundesregierung und die DDR-Staatsbank erklärten, es seien noch keine Entscheidungen gefallen. Die Bundesbank bezeichnete das Papier als Diskussionsvorschlag eines der 18 Mitglieder des Zentralbankrates. Laut Spiegel sind darin folgende Regelungen vorgesehen. Bis zu einer Höhe von 2000 Ostmark sollen DDR-Bürger Bargeld zum Kurs von 1:1 umtauschen können, ebenso Bankguthaben bis zu 3000 Mark. Der Geldwechsel solle im Personalausweis vermerkt werden. Beträge oberhalb dieser Grenzen sollten ebenfalls zum Kurs von 1:1 zunächst auf einem Sperrkonto festgelegt und dann mit steigender Produktion in der DDR schrittweise freigegeben werden. Auf dem Ostberliner Alexanderplatz haben heute mehr als 1000 Menschen gegen befürchteten Mietwucher sowie Wohnungs- und Grundstücksspekulation demonstriert. Der Mieterbund der DDR hatte zu der Veranstaltung aufgerufen. Die Kundgebungsteilnehmer forderten rechtsgültige Garantien, dass ihre Miet-, Eigentums- und Nutzungsverhältnisse auch nach der Volkskammerwahl nicht angetastet werden. Der Mieterbund sprach sich dafür aus, dass der Staat die im Westen lebenden ehemaligen Haus- und Grundstückseigentümer entschädigen soll.
Stau an der deutsch-deutschen Grenze bei Lübeck. Für etwa eine halbe Stunde hatten heute mehrere hundert Anwohner die Ortsdurchfahrt von Schlutow blockiert, um gegen die Belastung durch den Grenzverkehr zu demonstrieren. Nach einer Zählung von Schlutower Bürgern durchqueren in Spitzenzeiten stündlich mehr als 5000 Kraftfahrzeuge den Lübecker Ortsteil. Vertreter der Stadt schlugen den Demonstranten heute vor, Schlutow durch den Bau einer Umgehungsstraße von dem Grenzdurchgangsverkehr zu entlasten. Mit der Wahl eines neuen Vorstands und der Verabschiedung eines neuen Statuts ist heute der außerordentliche Kongress des DDR-Schriftstellerverbandes in Ost-Berlin zu Ende gegangen. Mit nur knapper Mehrheit konnten sich die Autoren auf einen Vorsitzenden einigen. Mit ihm an der Spitze will der Schriftstellerverband der DDR einen neuen Anfang versuchen. Rainer Kirsch, einst aus der SED ausgeschlossen, obliegt es, einen Verband zu führen, der der verlängerte Arm der Partei war und der nun in einer tiefen Krise steckt. Von Solidarität wurde auf diesem Kongress viel geredet, praktiziert wurde sie wenig. Prominente Autoren wie Volker Braun, Christoph Hein, Christa Wolf, für den Vorstand vorgeschlagen, lehnten ab. Andere, ebenfalls mit reicher Westerfahrung wie Stefan Hermlin oder Heiner Müller, waren erst gar nicht zum Kongress erschienen. In Zukunft will der Verband vorrangig berufsständische Interessen vertreten, den kulturellen und sozialen Abbau anprangern, Kulturpflicht zum Verfassungsgebot erheben, so der Inhalt einer Erklärung. Die Zeit der Privilegien ist für viele DDR-Autoren vorbei. Die Verunsicherung ist deshalb groß. Einige haben zwar eine kritische Betrachtung der Vergangenheit des Verbandes gewagt, andere haben sich durch Verdrängung ausgezeichnet. Insgesamt bestimmte Hilflosigkeit den Versuch, sich neu zu orientieren. Wir selbst und die Öffentlichkeit müssen also zur Kenntnis nehmen, dies ist kein politisch oder kulturpolitisch einheitlicher Verband mehr, der politisch oder kulturpolitisch mit einer Stimme sprechen könnte. Trotz aller Widersprüche, die diesen Kongress bestimmten, zum ersten Mal verliehen die Autoren einen DDR-Krimi-Preis. Jan Eick erhielt ihn für sein Buch Der siebente Winter. Der Umbruch in der DDR darf nach Ansicht der IG Metall nicht als Druckmittel in der laufenden Tarifrunde benutzt werden. Zum Abschluss einer zweitägigen Konferenz in Frankfurt bekräftigte die Gewerkschaft ihre Forderung, Arbeitszeitverkürzung sei jetzt noch wichtiger geworden. Mit Musik in den Kampf für die 35-Stunden-Woche. Großveranstaltung der IG Metall heute in Frankfurt. Über 10.000 Gewerkschafter aus dem DGB demonstrierten Solidarität für die Tarifrunde 90. Die IG Metall rüstet zum Streik. Ein deutliches Signal an die Arbeitgeber. Trotz Umbruchs in der DDR, eine Urabstimmung ist auf Anfang Mai terminiert. Auf einer Aktionskonferenz wurde klargestellt, dass es keinen Tarifabschluss ohne die 35-Stunden-Woche geben wird. Man signalisierte auch Kompromissbereitschaft. Für 6% mehr Lohn und Gehalt ließe man über den Beginn weiterer Arbeitszeitverkürzung mit sich reden. Kurze Laufzeit beim Lohn, dafür ein 3-Jahres-Paket bei der Zeit, wie schon 1987. Eine 40- bis 60-Stunden-Woche, wie zur Zeit der Nazi-Rüstungswirtschaft, dürfe es nicht geben. Ich will die Arbeitgeber nicht in die Nähe der Nazis bringen. Weder einzeln noch insgesamt. Aber auf Eroberung sind sie auch aus. Auf Eroberung fremder Märkte, auf Eroberung der DDR, auf Eroberung der DEG. Und ich sage, wir lassen uns nie mehr ins Zeug spannen für fremde Eroberungen, weder militärischer noch ökonomischer Art. Der Machtkampf hat begonnen. Die IG Metall will in der Arbeitszeitverkürzung keine Schwäche zeigen, um auch in Zukunft als stärkste Einzelgewerkschaft die gesellschaftliche Entwicklung mitzubestimmen. Um die Verringerung der US-Truppen in Asien und um die unausgeglichene Handelsbilanz zwischen Japan und den USA geht es bei den zweitägigen Gesprächen zwischen Präsident Bush und Ministerpräsident Kai Fu im kalifornischen Palm Springs. Bei der ersten Begegnung unmittelbar nach der Ankunft Kai Fus versicherte Bush gestern, dass die Reduzierung der Truppenstärke um etwa 10% die Wirksamkeit der Abschreckung in Asien nicht beeinträchtigen werde. Zurzeit sind dort etwa 120.000 US-Soldaten stationiert. Schwierigkeiten werden heute bei den Gesprächen über die Handelsbilanz erwartet. Nachdrücklich fordert die amerikanische Öffentlichkeit den Abbau der japanischen Einfuhrbeschränkungen. Alle bisherigen Verhandlungen über dieses Thema waren erfolglos. Etwa 150.000 Menschen haben heute in der Innenstadt von Sofia
für eine demokratische Entwicklung in Bulgarien demonstriert. Sie forderten eine Beschleunigung der Reformen. Das Versprechen der Kommunistischen Partei, einen demokratischen Sozialismus einzuführen, bezeichneten Redner auf der Demonstration als nicht überzeugend. Seit gestern streiken in mehreren Teilen Bulgariens die Bergleute. Sie werfen der Regierung vor, die angekündigten Verbesserungen der Löhne und Arbeitsbedingungen hinausgezögert zu haben. Dem griechischen Parlament in Athen ist es auch heute nicht gelungen, einen neuen Staatspräsidenten zu wählen. Die 148 Konservativen der 300 Abgeordneten enthielten sich konsequent der Stimme, um damit die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen zu erzwingen. Jetzt wird voraussichtlich am 8. April ein neues Parlament gewählt. In den vergangenen Wochen hatte sich ein Kabinett aus allen Parteien als handlungsunfähig erwiesen. In Bern forderten mehr als 20.000 Demonstranten auf der größten politischen Kundgebung seit Jahren Schluss mit dem Schnüffelstaat. Seit kurzem ist bekannt, dass die Schweizer Polizei hunderttausende Akten über Bürger führt. Die Beamten setzten Tränengas, Gummigeschosse und Wasserwerfer ein, als rund 40 Vermummte mit Pflastersteinen angriffen und Autos anzündeten. Die Schäden sollen in die Millionen gehen. 7 Polizisten wurden verletzt. Die Demonstranten fordern die Abschaffung der politischen Polizei in der Schweiz. In der Hamburger Innenstadt kam es heute Mittag zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizisten und den Teilnehmern einer Demonstration gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit. Etwa 2000 Menschen waren aus Protest gegen eine von rechtsradikalen Parteien geplante Kundgebung auf die Straße gegangen, zu der jedoch nur etwa 30 Personen gekommen waren. Bei den anschließenden Auseinandersetzungen zwischen rund 1500 Polizisten und den Gegendemonstranten gab es auf beiden Seiten zahlreiche Verletzte. 24 Demonstranten wurden festgenommen. In West-Berlin ist heute die internationale Tourismusbörse eröffnet worden. 3500 Aussteller werben auf der größten Reisefachmesse der Welt für ihre Urlaubsangebote. Nicht nur Sonne über der weltweit größten Tourismusbörse. Weil sich auch südafrikanische Aussteller auf der ITB beteiligen, gibt es jedes Jahr Krach. Aus Protest reihte sich heute auch der regierende Bürgermeister Momper in eine Menschenkette um das Messegelände ein. Trotz der Veränderungen in Südafrika, sagen die Demonstranten, seien die Eckpfeiler der Apartheid noch unangetastet. Die übrigen fast 3.500 Aussteller auf der Messe tangiert das wenig. Sie sind zufrieden, ihre Umsätze steigen Jahr für Jahr. Tourismus gehört zu den 3 weltweit wichtigsten Exportindustrien. Bevorzugte Ziele bei den Bundesdeutschen sind immer noch Fernost und die USA, weil der Dollarkurs so günstig ist. Doch es formiert sich auch Kritik an den vorgegaukelten Paradiesen der Urlaubsprospekte. Langfristig sei es nötig, Reisende über Umweltprobleme und Risiken des Massentourismus zu informieren, sagen Umweltgruppen. Da gibt es einige Beispiele schon, wenn zum Beispiel das Meer ganz sauber dargestellt wird, aber ganz viel Quallen und Fäkalien dort rumschwimmen, dann klagen die Leute natürlich. Ich denke, dass die Urlauber mit nicht zu hoch gesteckten Erwartungen hingehen. Und wenn sie besser informiert sind, ist das A gut für das Unternehmen, B für sie selber und C auch für die Leute vor Ort. Probleme, die jetzt auch auf die Länder Ost- und Mitteleuropas zukommen werden. Die Nachfrage nach Urlaubsplätzen, vor allem in der DDR, steigt. Bayern München führt nach einem Sieg gegen Waldhof Mannheim die Tabelle der Fußball-Bundesliga jetzt wieder allein an, wenn auch nur knapp. Im Verfolgerfeld fielen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen zurück, während der FC Köln wichtige Punkte gewinnen konnte. Über das Spiel in München berichtet Waldemar Hartmann. Angesichts der Personalnöte der Waldhöfer war zu befürchten, dass sich die Mannheimer zuerst einmal in die eigene Hälfte zurückziehen würden. Doch nach 6 Minuten ging die Defensivtaktik im Münchner Olympiastadion schon in die Binsen. Klaus Augenthaler mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch wegen der schlechten Kritiken nach dem Länderspiel gegen Frankreich erzielte die Führung der Bayern. Die Waldhof-Abwehr sah dabei nicht eben gut aus. Die Bayern setzten die Gäste aus Baden weiter gehörig unter Druck. Immer wieder von Augenthaler, Dorfner und Kögel inszenierte Angriffe hätten schon frühzeitig zum zweiten Treffer führen können. Hier verzieht Roland Wohlfahrt ganz knapp. Nach einer Viertelstunde eröffnete sich den Waldhöfern die einzige echte Torchance des Spiels. Uwe Freiler taucht nach einem Missverständnis in der Bayern-Abwehr alleine vor Bayern-Torhüter Raimund Aumann auf. Doch der Torjäger des SVW hat das Visier falsch eingestellt. Die endgültige Entscheidung fällt dann in der 37. Minute. Nach einem Angriff wie aus dem Bilderbuch erzielt Thomas Strunz nach Vorarbeit von Alan McInerney und Wickel Kögel mit einem Volltreffer das 2:0.
Alle Ergebnisse des 23. Spieltages. Kaiserslautern Hamburg 1:3, Leverkusen Köln 0:2, Dortmund Mönchengladbach 3:0, Düsseldorf Nürnberg 0:0, Stuttgart Bochum 1:0, Uerdingen Frankfurt 1:1, München Mannheim 2:0. Und bereits gestern spielten St. Pauli Karlsruhe 1:1 und Bremen Homburg 0:0. Einen erfolgreichen Start hatten die Leichtathleten der Bundesrepublik bei den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow. Sie holten am ersten Tag 4 Titel. Ulrike Savary war die schnellste über 60 Meter in neuer deutscher Rekordzeit von 7,10 Sekunden. Claudia Losch wurde Hallen-Europameisterin im Kugelstoßen mit einer Weite von 20,64 Meter. Heike Henkel gewann den Hochsprungwettbewerb mit einer Höhe von 2 Meter. Dietmar Haaf schließlich sprang am weitesten und holte mit 8,11 Meter seinen ersten wichtigen internationalen Titel. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 4. März. Der Satellitenfilm zeigt über Deutschland teils aufgelockerte, teils starke Bewölkung, wobei es besonders im Osten und im Südosten zeitweise schneite. Vom Nordmeer und den britischen Inseln zieht starke Bewölkung südostwärts. Sie gehört zu den Ausläufern eines Tiefs bei Island, die morgen in abgeschwächter Form von Norden auf Deutschland übergreifen. In den anderen Gebieten überwiegt vorübergehend Hochdruckeinfluss. Die Vorhersage für morgen. Nachts und morgens stellenweise Straßenglätte. Tagsüber wolkig mit Aufheiterungen und niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf im Norden starke Bewölkung und zeitweise Regen. Tiefsttemperaturen im Norden 5 bis 0, sonst 2 bis minus 4, im Süden örtlich bis minus 7 Grad. Tageshöchstwerte 5 bis 10 Grad. Mäßiger im Norden frischer bis starker und böiger Wind um West. Die weiteren Aussichten: am Montag wechselnd, meist stark bewölkt, windig und zeitweise Regen, tagsüber wenig Temperaturänderung. Wir melden uns wieder um 22.20 Uhr.